Also als die Mauer fiel, an dem Donnerstagabend, 9. November, da war ich so schockiert. Ich habe die ganze Nacht Radio gehört, und weil ich lag schon im Bett und war total schockiert. Und ich muss sagen, ich war eigentlich, habe insgesamt 2 Jahre gebraucht, um damit fertig zu werden, dass es vorbei ist mit unserer Idee. Ich war schockiert über die vielen Veröffentlichungen, die gemacht worden sind, wie schlimm die DDR war, Verbrecherstaat DDR und was unsere Regierung für Verbrecher waren und sowas. Ja, natürlich erstmal schockiert. Und wenn du über die Geschichte nachlesen wolltest, dann wusste ich nicht, ja, was für ein Buch nimmst du denn jetzt? Wenn bei uns alles falsch war, aber im Westen, die Bücher sind auch nicht real. Ja, ich habe, das heißt, dass ich also lange Zeit überhaupt nicht gelesen habe. Keine Bücher, meine ich. Zeitung schon. Und ich war früher ein Vielleser.